Okay. Ich bin schon froh, wenn ich diese Gesichter nicht mehr sehen muss. Nun. Hä? Ich suche Windhelm auf meiner Karte. Windhelm. Fantastisch. Alles klar. Nun denn. Es ist noch sehr früh morgens. Es ist noch dunkel. Aber... Wenn diese Wachen aus Weißlauf einen Drachen besiegen können, können wir das schon lange. Pff. Ich glaube nicht, dass ihr auch noch annähernd so etwas hinkriegen würdet. Ja, der Topf ist leer. Da hätte ich jetzt schon ein bisschen Hunger gehabt. Nun denn, Hunger hatte ich auch nicht wirklich, aber Interesse und Appetit. Aber es ging mir auch schon schlechter als jetzt. Regelmäßiges Essen. Und auch gutes Essen teilweise. Nun, es gab auch schon weniger gefährliche Abschnitte meines Lebens. Ich wurde ja doch häufig angegriffen. Niemand räumt sie weg. Ja. Was sollen wir machen? Moment. Da. In die Richtung liegt Windhelm. Ich glaube, dann überquere ich den Fluss dieser Brücke. Oh, ich finde noch ein paar Berg... Ach, Disteln waren das. Nicht Bergblumen. Und Lavendel. Fantastisch. Nun hier die überfallene, der überfallene Karren. Aber ich habe ihn schon ausgeräumt, dort ist nichts mehr zu finden. Welche Richtung soll ich einschlagen? Ich glaube hier entlang ist schlauer. Was ist das denn? Ach, Wurzeln. Oh, Schmetterlinge. Nein! Ach, gerade noch so gekriegt. Beinahe ist er mir entwischt. Vor allem die gelben Schmetterlinge brauche ich nach wie vor. Für meine Heiltränke. Oh, hier führt ein Weg lang. Und da vorne sehe ich weiterhin gelbe Schmetterlinge. Ich lasse mich viel zu sehr ablenken. Eigentlich möchte ich am Abend schon im Windhelm sein, aber... Schmetterlinge sind mir so wichtig. Nein. Sie fliegen zu hoch. Schmetterlinge, was für Zutaten hatte ich sonst noch? Gesundheit wiederherstellen. Die blaue Bergblume, natürlich. Wenn ich die blaue Bergblume Blume finde, nehme ich die auch immer mit. Oh, was ist das denn? Gesundheit senken. Nicht so angenehm. Gesundheit wiederherstellen hier. Sumpfpilzschote, richtig. Ja, ich hätte das nicht essen sollen, aber... Probieren geht über Studieren. Nein. Die Schmetterlinge bekomme ich nicht. Sie wollen sich nicht fangen lassen. Kann ich auch durchaus verstehen. Dort vorne wieder diese Sumpfpilzkrabbe. Ach, fuck, das. Natürlich, mein Schild rüste ich natürlich wieder aus, aber ich wollte eigentlich. Wo ist die Krabbe hin? Sie hat sich vergraben? Oder habe ich sie einfach nur übersehen? Dein Chitin nehme ich mit. Und sei es nur für den giftigen Aspekt. Keine Angst, ey. Ich bin nicht auf der Jagd. Ach. Ah, ich bin... Oh, ich bin auf einem guten Weg.
Obwohl. Disteln habe in der blaue Schmetterling hier schon so. Oh. Habe ich daneben gegriffen. Das passiert mir. Was sehe ich da vor mir? Was für ein Turm mag das sein? Und was ist das dort? Ein Hund! Hey, bleib hier! Wo führt er mich hin? Was ist denn hier passiert? Tagebuch, aber nur mit einem Eintrag. Nun, nach all den Jahren, die ich schon in diesen Wäldern lebe, sieht es so aus, als wäre die Felsenhaxe schließlich mein Ende. Damit kann ich mich abfinden. All meine Freunde sind schon lange tot. Nur der arme Meko ist mir noch geblieben. Er war mir stets ein treuer Begleiter und ich weiß, er wird für sich selbst sorgen können. Ich hoffe, ihn eines Tages wiederzusehen. Das nehme ich mal mit. Bist du Meko? Hey, was ist los, Junge? Willst du mitkommen? Kommt hierher, ihr dürft mir folgen, wenn ihr wollt. So einen niedlichen Hund möchte man noch bei sich haben, oder? Na du? Oh. Ja, aber nicht blockieren, bitte. Meko? Meko, komm her. Meko? Sitz. Das Gold nehme ich ihm mit, damit kann er nichts mehr anfangen. Das Brot scheint auch noch gut zu sein. Kann ich die Laterne nutzen? Wahrscheinlich nicht. Es ist zu schade, um das Essen, das hier verkommen zu lassen. Brauch kein Dolch. Ein Dolch besitze ich selber, sogar einen Stahldolch. Nicht nur einen minderwertigen Eisendolch. Hm? Achso, die verschwinden nicht. Nun dann. Komm mit. Da vorne ist der Weg. Meko. Hör mal auf zu bellen jetzt. Es reicht. Aus. Aber doch freue ich mich ein wenig, dass ich einen kleinen Wegbegleiter habe. So klein ist er nicht. Diese Festung scheint verlassen zu sein, sogar verfallen. Meko? Ach, du bist noch hinter mir. Oh, gut, dass ich mich umgedreht habe. Hier ist noch blaue Bergblume. Die nehme ich doch gerne mit. Naja. So verlassen scheint sie... Moment. Kenne ich die nicht schon? Natürlich, ich war doch in Mortal. Ich gehe direkt auf Mortal zu. Die Festung kenne ich bereits. Letztes Mal wurde ich hier nicht allzu freundlich empfangen. Meko? Meko? Meko, hier hin! Warte hier, sitz. Halt die Klappe, Meko.
entdeckt? Wer entdeckt mich denn hier? Dort vorne sitzt jemand. Ups. Halt die Klappe, Miko. Du versaust alles. Entdeckt? Von wem bin ich entdeckt? Niemand ist da. Ach, dort oben. Scheint ein Bogenschütz zu sein. Oh, dann sollte ich vielleicht auch auf meinen Bogen wechseln. Ich glaube, dort sind wieder eine Vielzahl an Gegnern. Miko? Miko, ich habe gesagt, du solltest hier warten. Wo bist du? Miko! Wer ist denn er hier? Warum liegt... Der lag doch gerade noch nicht hier. Den Zaubertrank nehme ich mit. Blitzschläge! Auf euch wartet mannigfaches Leid! Miko, ich hab gesagt, du sollst da sitzen bleiben. Och, Miko. Miko! Pass auf dich auf! Oh. Den Bogen werde ich mir später noch anschauen. Oh, ich sollte vielleicht doch lieber auf Nahkampf wechseln. Meine Magie ist nicht stark genug. Du musst mehr auf dich aufpassen, Miko. Denn das letzte Mal konnten sie mich in die Flucht schlagen, aber diesmal lasse ich mich nicht so einfach abwimmeln. Und jetzt schaue ich mich hier mal genau um. Scheint wurde er von schwarzen Magiern genutzt, dieser Ort. Stellen? Aber es scheint hier schon vor noch kurzer Zeit Tiere gegeben zu haben, sonst würde hier kein Stroh liegen und kein Wasser mehr drin liegen. Drin sein. Ich glaube, es ist leer hier. Niemand scheint mehr da zu sein. Ein Skelett liegt hier so rum. Die Pfeile nehme ich mit. So ein Bogenschütze. Wie alle Skelette, die ich hier. Ach nein. Ich habe auch ein Nahkampfskelett erledigt. Oh. Hier geht es hinein. Sollte ich Miko vielleicht aber mitnehmen. Nicht, dass er da draußen, und auch wenn er auf sich so alleine aufpassen kann, nicht, dass er hier draußen von irgendwem, eben irgendwem oder irgendetwas gefunden wird. Okay. Noch ein Bogen. Mhm. Der alte Nordbogen scheint stärker zu sein. Wie ich das, woran ich das festmache, kann ich auch nicht genau sagen. Den geheiligten Jagdbogen werde ich trotzdem noch mitnehmen und zwar verkaufen. Aber den langen Bogen kann ich gleich wieder hier lassen.